Willkommen zu einem weiteren kleinen Deckprofil auf meinem Kanal, und zwar diesmal zum Drachenhainer Deck. Wieder zunächst die Karten, dann die Effekte und dann die Kombis. Zunächst 18 Monster, dreimal Dracheneinheit Armer Mistelter, dreimal Dracheneinheit Militum, dreimal Dracheneinheit Dux, einmal Dracheneinheit Pilum, einmal Dracheneinheit Tribus, dreimal Dracheneinheit Aklus und dreimal Dracheneinheit Phalanx plus noch ein Maxi. So, dann noch 14 Zauberkarten. Dreimal Drachenschlucht. Dreimal Herrschaft über die Drachen. Über den Drachen. Ein schwarzes Loch, ein schwerer Sturm, ein Wiedergeburt, ein Topf der Trägheit, eine Kartenzerstörung und ein törichtes Begräbnis. Ein mystischer Raumtaifun und ein Blitzeinschlag. Und dann noch 8 Fallen. Zweimal Spiegelkraft, ein reißender Tribut, zwei bodenlose Fallgruben, ein feierliches Urteil, eine ernste Warnung und eine Straße zum Sternlicht. Und dann noch zum Extra-Deck, das sehr wichtig ist in dem Deck. Einmal Rotdrachen-Erzunterwäldler, einmal Rotjuwel-Drachen-Erzunterwäldler, dann ein Schrottdrache, ein Gedankenherrscher-Erzunterwäldler, ein Sternstoppdrachen für den Schatz zum Sternlicht, dann zwei Drachen-Einheit-Ritter Barscha, ein Drachen-Einheit-Ritter Dreizack, zwei Drachen-Einheit-Ritter Gaidak, ein Drachen-Einheit-Ritter Gubulk, dreimal Drachen-Einheit-Ritter Vairama Jana, irgendwie so. Und ein Vortex der Wirbelwind. So, jetzt zu den Effekten. Die Dracheneinheit Armer Mistelter ist sehr praktisch, denn das ganze Deck baut quasi im Kern darauf auf, in einem Zug ein Level 8 Synchromonster aufs Spielfeld zu bringen. Und das quasi jede Runde. Und das ist sehr stark. Könnt ihr auch im Gameplay sehen, was hier unten verlinkt ist, in der Beschreibung. Das hat ziemlich gut geklappt. Und generell funktioniert es eigentlich sehr gut. In dem Fall kann ich ein Monster von mir, also ein Drachenmonster, von meiner Spielfeldseite opfern, um diese Karte spezial zu beschwören. Und ein Monster von meinem Friedhof wählen und diese Karte damit ausrüsten. Wenn ich Phalanx nehme, kann ich die dann theoretisch direkt abrüsten. Und da sie Empfänger ist, kann ich mir sofort Level 8 Synchro holen. Das ist eine der Kombis. Die erkläre ich bei dem Deck eigentlich am besten einfach mittendrin, bei der Effekterklärung, weil es sich anbietet. In dem Fall hätten wir schon Schrottdrache oder so immer wieder parat. Dracheneinheit Mithilum ist, oder Militum, ist was anderes. Und zwar, wenn ich diese Karte habe, kann ich manuell was abrüsten und Spezialbeschwören dadurch. Das ist praktisch für Aklus oder für Pilum, weil ich diese Empfänger nicht einfach ausklinken kann, wie weil halt Phalanx dafür den speziellen Effekt hat. Die haben andere Effekte, zu denen ich gleich noch komme. Aber auch so kann ich dann halt auch auf die Level 8 Synchro kommen. So, aber Drachenhainer Dux ist eigentlich die wichtigste Kombi. Und zwar Drachenhainer Dux mit einem Phalanx im Friedhof. Das dürfte auch im Gameplay passiert sein, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber doch, 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 dürfte passiert sein. Auf jeden Fall, wenn ich diese Karte beschwöre. Und ich habe Phalanx im Friedhof, dafür kann ich sorgen mit törichtes Begräbnis und so weiter. Oder auch mit dem Drachental. Drachenschlucht. So, ich aktiviere das. Ich kann mir aus dem Friedhof ein Monster aussuchen mit drei oder weniger Sternen und diese Karte damit ausrüsten, nämlich die Drachenhainer Phalanx. Mit dem Effekt kann ich die ausklinken und dann Drachenhainer Dux dann, sind halt nicht mehr damit ausgerüstet, sondern sind halt beide Monster auf meiner Spielfeldseite. Dann mache ich Synchrobeschwörung, hole mir den. Der kann wiederum mit seinem Effekt wieder die Phalanx aus dem Friedhof wählen und sich damit ausrüsten. Die Phalanx klingt sich wieder aus. Und man beschwört ein Level 8 Synchro. Hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich selbsterklärend und ist auch die wichtigste Kombo in diesem Deck. Dann haben wir Pilum. Das ist halt dazu da, um halt direkt angreifen zu können und um auch Level 7er Synchros mal herzustellen und nicht nur immer Level 8er. Trotzdem spiele ich nur eine davon, weil sie nicht wirklich wichtig ist fürs Deck. Aber eine sollte man schon spielen, damit man ein bisschen Variation hat in den Empfängern. Dann Drachen in der Tribus ermöglicht auch eine schöne Kombo. Zum Beispiel kann man, wenn man diese beiden Karten am Anfang zieht, also den Mistelter und den Tribus, kann man Level 8 Synchro-Kombo starten. Und zwar beschwört man erst Tribus, wirft Phalanx auf den Friedhof, dann beschwört man Spezial, indem man den hier opfert, den Drachenhainer Armer Mistelter, rüstet Phalanx damit aus, klingt Phalanx aus und beschwört Level 8 Synchron. Geht eigentlich relativ simpel. Aklus ist ebenfalls Level 8 Empfänger und bietet sich damit ebenfalls für die Synchrobeschwörung gut an.
Hat zudem noch den Effekt, dass wenn diese Karte halt zerstört wird, quasi wenn sie gerade im Ausrüstungsmodus ist, einfach noch eine Karte zerstören. Auch ein praktischer Effekt. Dann zu Phalanx habe ich eigentlich schon alles erklärt. Halt ein Level 2 Empfänger, perfekt fürs Deck und kann sich, wenn es gerade ausgerüstet ist, einfach mal ausklinken, einmal pro Spielzug. Und das ist einfach die Kernkarte des Decks quasi, weil diese Karte ermöglicht einfach so schnell an Level 8 zum Groß zu kommen. Das ist richtig geil. Maxi kennt, denke ich, die meisten von euch. Ist ganz einfach dazu da, wenn der Gegner halt viele Spezialbeschwörungen macht, dass man halt schön mitziehen kann und ja, dann Plus macht. Und es lohnt sich auch meistens. Auf der anderen Seite kann man den Gegner natürlich damit auch dazu bringen, keine Spezialbeschwörung zu machen in dem Zug, was ihn halt ein bisschen behindert. So, dann kommen wir zu Drachenschlucht. Ebenfalls eine wichtige Karte und auch gleichzeitig die Spielfeldzauberkarte des Decks. Diese Karte hat gleich mehrere Effekte. Zum einen kann man eine Karte abwerfen, um sich ein Drachenite-Monster der Stufe 4 oder niedriger aus seiner Hand zu nehmen. Das könnte eventuell ein Duck sein. Oder auch eine Phalanx, warum auch immer man die sich nehmen sollte. Oder halt irgendwas eigentlich, bis auf hier den Mistletoe könnte man sich nehmen, um dann halt wieder eine Synchro zu kriegen. Oder andere Ziele zu erreichen. Andererseits kann man aber auch. So, kann man aber auch ein Monster von Typ Drache auf den Friedhof legen, nämlich die Phalanx. Und schon hat man die Phalanx im Friedhof. Das geht ganz einfach. So, dann gibt es noch den Herrschaft über den Drachen. Diese Karte ermöglicht es mir, aus meiner Hand eine Karte direkt an Monster auszurüsten. Das ist praktisch, wenn ich die Phalanx beispielsweise in der Hand halte, und die will ich gar nicht in der Hand halten. Oder ich könnte halt andere Dinge noch damit kombinieren, um halt mehr Monster aufs Feld zu bringen. Zum Beispiel mit dem Militum könnte ich dann ein weiteres Drachenheld-Monster in einem Zug beschwören. Sehr praktisch die Sache. Schwarzes Loch ist klar, zerstöre alle Monster auf dem Spielfeld. Das Gegenstück schwerer Sturm, zerstöre alle Zauber- und Fallenkarten auf dem Spielfeld. Wiedergeburt, hole ihr Monster aus dem Friedhof wieder zurück. Zum Beispiel ein Aklus, um wieder eine Synchro zu starten. Topf der Trägheit, auch recht simpel. Man mischt einfach fünf Monster von seinem Friedhof wieder in sein Deck und darf zwei Karten ziehen. Macht dann mal immer, einfach immer Plus, da man eh oft viele Monster im Friedhof hat durch die Synchros. Kartenzerstörung, wenn man ein gutes Blatt haben möchte oder eine Combo ziehen möchte. Ja, Törich des Begräbnis, einfach perfekt, um Phalanx in den Friedhof zu kriegen. Mystischer Raum Typhoon, eine Zauber- und Fallenkarte im Spielfeld einfach zerstören. Könnte man Schwerkraftbindung oder sowas loswerden. Blitzeinschlag, eine Karte abwerfen, zum Beispiel die Phalanx, um dann die gegnerische Spielfeldseite einfach mal zu zerstören, zumindest alle aufgedeckten Monster. Spiegelkraft zum Kontern. Ist ganz klar. Reißattribut, um alle Monster auf dem Spielfeld zu zerstören, wenn was beschwören wird. Erklärt sich eigentlich auch von selbst. Bodenlose Fallgrube, um eine Monster, wenn es vom Gegner beschworen wird, einfach mal zu vernichten und damit ja quasi seinen Zug nutzlos zu machen. Feierliches Urteil. Ja, kann man quasi alles mit verhindern. Opfert zwar ein paar Lebenspunkte, aber in dem Moment, wo man die Karte aktiviert, freut man sich einfach, dass die Karte, die man kaputt gemacht hat, weg ist. Und dann nimmt man das in Kauf. Feierliches Quatsch. Ernste Warnung. Damit kann ich einfach die Beschwörung eines Monsters oder nee, die Aktivierung einer Karte, um Monster zu zerstören oder zu beschwören. Ich benutze die Karte nicht so oft, deswegen kenne ich den Effekt nicht genau auswendig. Trotzdem immer eine sehr praktische Karte, sollte man schon drin haben in vielen Decks. In dem Deck spiele ich es eigentlich ganz besonders gern. Straße zum Sternenlicht ist eigentlich hauptsächlich dazu da, um die Drachenschlucht zu schützen. Weil ich Angst habe, dass die weg ist, weil die einfach eine sehr mächtige Karte ist. Und ein schwerer Sturm ist dann halt schon sehr gefährlich. Oder auch ein schwarzes Loch, um meine Synchros loszuwerden. Kann ich einfach Straße zum Sternenlicht aktivieren, hab noch ein Synchro draußen. Passt perfekt zum Deck. So, das war's mit Part 1 von diesem Deckprofil. Part 2 wird es heute auch geben. Und schaut einfach mal in die Playlist, habe ich auch auf dem Kanal schon gemacht. Schaut in die Beschreibung, um euch das Deckrezept anzusehen. Aber wir sehen uns dann im nächsten Part, in dem ich noch ein bisschen die Kombos und noch ein bisschen das Extra-Deck erkläre. Bis gleich.